6 Stauseen, 6 Wasserkraftwerke. Die Wasserkraftanlagen im Ulntal erzeugen jedes Jahr 390 Millionen Kilowattstunden Strom. Das sind 8% der in Südtirol produzierten elektrischen Energie. Mit ihrer installierten Leistung von 250 Megawatt können die Anlagen 85.000 Haushalte mit Strom versorgen. Diese Wasserkraftwerke werden von Alperia betrieben. Entstanden sind diese Wasserkraftanlagen zwischen 1949 und 1969. Auftraggeber war die Società Trentina di Elettricità, STE. Für das Ulntal bedeutete dies eine große Veränderung. Aus einem Bergbauerntal wurde ein Energietal. Das geschah teilweise gegen den Willen der Bevölkerung. Gerade im schönsten Talgrund mussten nämlich mehr als ein Dutzend Höfe für den Bau des Zockler-Speicherbeckens aufgegeben werden. Der Bau des Damms bei St. Waldburg und der Zuleitungen dauerte 9 Jahre. Bereits Anfang der 50er Jahre war weiter talauswärts der Betondamm für den Pankrazer Stausee hochgezogen worden, der das Kraftwerk Lahner mit Wasser versorgt. Ende der 50er Jahre begannen die Arbeiten im Talschluss. Eine besondere Leistung war die Errichtung des Staudamms am Grünsee. Hier herauf führt keine Straße. Alle Baumaschinen mussten mit einer Materialseilbahn angeliefert werden. Ein besonders imposanter Stausee entstand in den Jahren 1965 und 1966 in einem Seitental, dem Kuppelwiesertal. Bis zu 100 Lastwagen lieferten täglich aus Trient den Beton für die Mauer des Arzkar-Stausees. Diese Anlage wurde bereits im Auftrag des Enel errichtet, einer Gesellschaft, die Anfang der 60er Jahre bei der Verstaatlichung der Stromproduktion entstanden war. Vom hochgelegenen Talschluss bis zum Talausgang bei Lahner wird das Wasser der Fallschauer und ihrer Nebenbäche systematisch genutzt. Wie in einer Reihe von Kaskaden sind Stauseen und Kraftwerke angeordnet. So kann die Kraft des Wassers mehrmals genutzt werden. Zuhinterst im Tal, auf einer Meereshöhe von 2529 Metern, liegt der Grünsee. Er ist der höchstgelegene Stausee Südtirols. Hier in den Bergen fallen im Winter zwischen 6 und 16 Metern Schnee. Wenn er schmilzt, füllt er das Becken mit Wasser. Der Grünsee fasst 6,7 Millionen Kubikmeter. Sein Damm aus Felsblöcken ist 53 Meter hoch und 423 Meter breit. Knapp 500 Meter tiefer der Fischersee. Mit nur 28.000 Kubikmetern ist sein Fassungsvermögen klein. Es wird aber besonders oft genutzt. Nachts, wenn der Strom weniger wertvoll ist, werden aus dem Fischersee 1,4 Kubikmeter Wasser pro Sekunde zum Grünsee hinaufgepumpt. Von dort fließt es durch einen Stollen und eine Druckrohrleitung 640 Meter tief hinunter zum Kraftwerk Weißbrunn, mehr als 2,5 Kubikmeter in der Sekunde. Es treibt eine Peltenturbine mit horizontaler Achse an. Der daran gekoppelte Generator hat eine installierte Leistung von 10,2 Megawatt. Er erzeugt im Jahr rund 15 Gigawattstunden Strom. Hier
Hier befindet sich auch die Pumpe, die das Wasser vom Fischer zum Grünsee befördert. Das im Kraftwerk abgearbeitete Wasser wird sofort wieder im Stausee Weißbrunn gesammelt. Er kann 1,27 Millionen Kubikmeter speichern. Dieses Speicherbecken hat sogar zwei Staumauern, eine Nord- und eine Südmauer. Durch einen Druckstollen und zuletzt durch eine Druckrohrleitung in der Länge von insgesamt 10 Kilometern fließen 7,6 Kubikmeter in der Sekunde talauswärts zum Kraftwerk St. Waldburg. Die Fallhöhe beträgt 730 Meter. Dieses Kraftwerk ist mit zwei Peltenturbinen mit horizontaler Achse ausgestattet. Die Generatoren haben eine Leistung von 44 Megawatt. Sie können damit 15.000 Haushalte mit elektrischer Energie versorgen und erzeugen im Jahr rund 86 Gigawattstunden Strom. Hoch über diesem Kraftwerk am Osthang des Hasenöhrls auf 2250 Metern Meereshöhe befindet sich der Arzka-Stausee. Er fasst 12,5 Millionen Kubikmeter Wasser. Aufgestaut wird es von einer Mauer aus mehr als 600.000 Kubikmetern Stahlbeton. Eine Schwergewichtsmauer. Denn wie alle Staumauern im Ultental hält sie das Wasser allein durch ihr Gewicht zurück. Das Wasser wird ins Krafthaus Kuppelwieseralm geleitet. Dieses befindet sich in einer Kaverne und ist nur durch einen 310 Meter langen Stollen erreichbar. 13 Kubikmeter Wasser stürzen jede Sekunde nach einem Fall von 358 Metern in die Francis-Turbine mit horizontaler Achse. Der Generator mit einer installierten Leistung von 42 Megawatt produziert jährlich 16 Gigawattstunden Strom. Diese Anlage ist ein Pumpspeicherkraftwerk. Wenn wenig Strom benötigt wird, er daher billig ist, pumpt es Wasser vom Weißbrunner Stausee rund 300 Meter höher zum Arzka-Stausee. Wird viel Strom benötigt, nutzt man diese Höhendifferenz zur Produktion. Die elektrische Energie wird über eine Freileitung bis zum Kraftwerk St. Waldburg transportiert. Das abgearbeitete Wasser fließt über die Turbinen des Kraftwerks St. Waldburg und von dort in den Zoppler Stausee. Kein Höhenmeter soll ungenutzt bleiben. Der Zoppler Stausee, das drittgrößte Speicherbecken Südtirols. Es fasst 33 Millionen Kubikmeter. Das Wasser der Fallschauer kann damit auf das ganze Jahr verteilt für die Stromproduktion genutzt werden. Möglich macht das ein besonders mächtiger Damm, 66 Meter hoch und einen halben Kilometer breit. Er sperrt an dieser Stelle praktisch die gesamte Talsohle ab und besteht aus 1,3 Millionen Kubikmeter Erdreich, bedeckt von einer Asphaltschicht. Die Stabilität dieses Dammes wird rund um die Uhr an 200 Kontroll- und Messpunkten automatisch überwacht. Zusätzlich führt das Personal in den rund 1000 Meter langen Stollen regelmäßig Messungen durch. Hier wird mithilfe einer Wasserwaage die Position der Kaverne darauf kontrolliert, ob sie sich nicht auch im kleinsten Ausmaß verschoben hat. Aus dem Zocklerstausee fließt das Wasser durch einen Druckstollen 5,6 Kilometer talauswärts. Genutzt wird eine Fallhöhe von 320 Metern. Zuletzt schießt es durch eine Druckrohrleitung hinunter zum Kraftwerk St. Pankraz. Hier treibt das Wasser eine Francis-Turbine mit vertikaler Achse an.
Die installierte Leistung dieser Anlage beträgt 34 Megawatt. Der Generator erzeugt jährlich 91 Gigawattstunden Strom. Aus dem Kraftwerk fließt das Wasser direkt in das Pankrazer Speicherbecken. Es kann 3 Millionen Kubikmeter aufnehmen. Seine Staumauer aus Beton ist 58 Meter hoch und 120 Meter breit. Dieser Stausee ist ein Wochenspeicher und gibt in diesem Zeitraum sein gesamtes Wasser ab. Das Restwasser wird am Fuß der Staumauer von einem modernen Restwasserkraftwerk genutzt, um noch mehr sauberen Strom zu produzieren. 25 Kubikmeter in der Sekunde fließen dann durch einen 7 Kilometer langen Druckstollen Richtung Talausgang. Und schließlich durch eine freiliegende Druckrohrleitung hinunter zum Kraftwerk Lana. Die Fallhöhe beträgt 478 Meter. In der Felsenkaverne des Kreuzberges stehen 6 Pelton-Turbinen und 3 Generatoren. Bei einer installierten Leistung von 120 Megawatt können 40.000 Haushalte mit Strom versorgt werden. Dieses Kraftwerk produziert so viel Strom wie alle anderen zusammen. Jedes Jahr sind es 180 Gigawattstunden. Am Ausgang der Gaulschlucht wird das Wasser wieder ins Bachbett der Fallschauer zurückgeleitet, nachdem es über eine Höhendifferenz von 2200 Metern 6 Kraftwerke durchlaufen hat. Ein Teil des Wassers wird freilich in die Bewässerungssysteme für die Obstanlagen im Etschtal eingespeist. Die drei von den Kraftwerken und den Wasserableitungen betroffenen Gemeinden, Ulten, Lana und St. Pankraz, erhalten von Alperia in den 30 Jahren der Konzessionslaufzeit insgesamt 90 Millionen Euro für Umweltmaßnahmen. Die Wasserkraftanlagen im Ultental. Saubere Energie aus unseren Bergen.